Servus, Freunde des Angelsports. Der Marc von WickBites hier. Ja, ihr seht schon hinter mir. Ich bin heute mit meinem Kumpel Daniel am Großgewässer in Holland. Und ein wunderschöner Sonnenaufgang da hinter uns. Und ja, wir haben heute was Spezielles. Und zwar fischen wir heute so ein kleines Freundschaftsangeln. Und das hat der Daniel Venent organisiert, Talsperren-Guiding. Und wie ihr vielleicht wisst, hat der Daniel eigene Köder rausgebracht, die Gapsheds. Und genau darum soll es heute gehen. Wir treffen uns mit 4, 5 Booten. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es sind. Ich glaube, ja, 4 oder 5. Und ja, wir dürfen quasi nur mit den Gapsheds angeln und wollen mal gucken, was die Dinger so können. Und ja, ihr werdet es auf jeden Fall sehen, ob die Köder vom Daniel was fangen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Von hier nach Salami. So, schönen guten Morgen, die Herren. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. So. So, jetzt kannst du filmen. Der Cowboy ist dabei. Jetzt habe ich die Gruppe abgedeckt. Da haben wir meinen Bootspartner, den Daniel. Wir Moin fischen zusammen. Ein wunderschön. Und da haben wir den Daniel Venent. So ist das. Ja. So ist das. Oh, das Wichtigste ist auch dabei. Nein, Spaß, das ist natürlich das Wichtigste. Die Köder, mit denen wir heute fischen. Hast gesehen, die haben schon einen Hecht gefangen. Ach, hör auf, wie groß? Genau 1 Meter. Alter, sind die geil. Ja, auf Hecht brauchen die nicht mehr zu angeln, wa? Ja, sauber. Die Guides unter sich, die rocken hier. Ja, die kriegen wir noch, Daniel. Ah ja, da mache ich mir auch keine Sorgen. So, erster Farbwechsel. Ich steige jetzt mal um auf den Gapshed in Green Melon, schön am Fischerien und Tungsten, 28 Gramm. Schauen, ob wir jetzt einen damit rausgeppern. Die ersten Punkte. Hack erstmal ab, kümmern wir uns gleich um die Köder. Gapshed. So, da kommt auch schon der zweite Zander. Marc rasiert hier gerade. Die erste Zeit, die ersten 1,5, 2 Stunden haben wir ein bisschen suchen müssen. Aber jetzt Hoppala.
Das wäre toll. Ja. Oh ja, oh ja, oh ja. Eingenetzt. Yeah. Ja, sauber. Der Hecht, der hat, ja, Ende 80, 90 wird er. Ja, der ist schön. Ist lang. Der ist echt lang. Geil, Petri Bursche. Petri, Dank. Den haben wir doch gebraucht, ey. So, dann verarzten wir jetzt mal den Fisch. Wenn wir den Fisch verarztet haben, melden wir uns wieder. So, schöner Fisch. Macht euch keinen Kopf. Das Blut ist nicht vom Fisch, sondern von mir. Ja, Petri, Daniel, geil. So, ihr Lieben, der Gapshed in Green Melon hat jetzt gerade einen 94er Hecht gebracht. Den muss ich jetzt, glaube ich, mal tauschen. Der hat's hinter sich. Hechtfutter, Junge, Hechtfutter. Aber Hechtfutter. Petri. Petri, Dank. Petri, sauer! Der nächste Wertungsfisch. Läuft. Ja, aber wollen wir uns mal nicht beschweren. Können wir jetzt doch schon zufrieden sein. Ja. Haben wir einen schönen Zander. Wir fangen auf dem Gapshed in Green Melon. Fischerino Tangsten vertikal. Ist doch schön, oder? Sauber, Junge. Schöner Fisch. Legen wir ihn mal auf die Scale. Wird uns noch ein paar Punkte bringen. So ganz leicht gelöst. Schauen wir mal, wie viele Punkte er uns bringt. Ja, 58. Vielleicht sogar 59, wenn wir gut fotografieren. Der Gute geht zurück. Und tschüss, mein Freund. Da ist er weg. Sauber, Junge. Petri. Petri, Dank. Junge, siehst du das Zeichen da am Ufer? Z. Steht für Zander. Junge, der Daniel, der rollt hier ab, ey. Oh, nee, 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 nee. Guter Zander. Guter Hecht. Hä? Hecht. Was? Hecht. Hecht? Guter Hecht. Okay, na gut. Entschuldigung. Hey. Hatte ich nicht richtig gesehen. Ich dachte erst ein kleiner Zander. Mach doch mal Zander, Junge. Hat nur Hecht heute. Oh Mann, ey. Aufpassen. Da steht das Z wohl für Hecht. Da hat Green Melon noch mal zugeschlagen. Etwas über 95. Den setzen wir wieder zurück. Mal kurz stützen. Ja, da wird noch wieder hin. Super. Echt haben wir zwar schon gehabt, aber gegen eine zweite Maschine sagen wir natürlich nicht nein. Alter, wenn einer Hecht kann, dann bist du das. Petri. Petri, Dank. So, Zander Nummer 4. Marc hat wieder zugeschlagen. Und der Gapshed. Moment. Ah, Gapshed hängt im Kescher. So, jetzt Ding mal ihm zeigen. Der Chartreuse-farbene. Motoröl Chartreuse. Genau. Der hat jetzt gerade den Fisch gebracht. Der Fisch ist im Kescher, dem geht's gut. Dritte Zander auf die Farbe. Ach, ich nicht so ungelenkig mehr. Wenn das auch alles schneller geht. Hopp. Da ist der Kleine. Schöner Fisch. Ja.
Ne? Den messen wir jetzt kurz. Genau, der bringt uns ein paar Punkte. Und dann geht er wieder schwimmen. Ja, Freunde, Halbzeit auf unserem kleinen Freundschaftsturnier hier, dem Gapchat Battle. Ja, ich weiß nicht, ob der Daniel es schon eingesprochen hatte. Ich glaube, ich habe es vorhin nämlich nicht erwähnt. Das Ziel bei der Tour ist, insgesamt ein Hecht, 5 Zander und einen Barsch zu fangen. Und das Ganze natürlich nur auf Gapchat. Ja, der Daniel und ich haben mittlerweile die Zander vollgemacht und dank Daniel auch die Hechte vollgemacht. Und das stellt uns jetzt natürlich vor ein kleines Luxusproblem. Jetzt müssen wir Barsche fangen. Und der Daniel zeigt euch jetzt mal, wie wir das vorhaben. Ja, Barsche ist jetzt nicht unsere Paradedisziplin, aber werden wir schon irgendwie hinkriegen. Wir werden jetzt ein Chatterbait fischen mit dem Gapchat als Trailer. Ich habe jetzt hier Motoröl Chartreuse und da hoffen wir jetzt noch einen schönen Barsch mit rauskitzeln zu können. Ja, ob das funktioniert, werdet ihr auf jeden Fall im Video sehen. Wir hoffen es. Wir brauchen einen einzigen. Einen Barsch. Das wird ja wohl irgendwie machbar sein. Aber gut. Wir versuchen. Wir geben unser Bestes. Auf jeden Fall, Bursche. Auf geht's. Barsche angeln. Dann wieder weg mit dem. Den brauchen wir für unsere Wertung leider nicht. Der geht wieder zurück. Na komm, Junge. Der ist doch fit. Na, ja, der ist er noch. Was denn noch? Jetzt geht er weg. Nächsten Teignackels. Ist er wieder am Bluten? Ja. Fast 90, nicht ganz. Junge, Hechte, ich weiß auch nicht, was mit dir los ist. Pike Master. Wir wollten Zander und einen Barsch. Wir bräuchten noch einen Barsch, Daniel. Barsch wäre gut, ne? Könntest du das mal machen? Gib mir Mühe. Erstmal kurz verarzten hier. Pike Knuckles. Ja, ja, schön. Aber das gehört beim Angeln dazu. Fische mit Zähnen, ne? Fische mit Zähnen. Jo, weiter geht's. So, jetzt hat auch der Marc seinen Hecht. Leider nicht so groß wie von da. Green Melon, heute. So, der Hecht ist noch im Kescher, dem geht's gut da. Der Green Melon. Gapchat Green Melon ist heute der Hechtmagnet. Auf jeden Fall. Ja. So. Schauen wir uns den Fisch mal an. Wir legen ihn auf die Scale. Ja. Yes. Five meter. So, da ist die Dame. Schöner Fisch. Gut genährt. Wir gucken mal eben auf die Scale. Warte. Ja,
85. Ja, lass uns noch kurz ein Foto machen. Ja. Der geht natürlich auch zurück. Das war schneller als gedacht. Aber der Fisch ist weg. Du hast auch ein paar Parknackels. Da kommt jetzt auch Blut. So muss das sein. Yeah! Feed me, my boy. Ah, schön. Sehr schön. Echt ordentlich. Ab dafür! Seht ihr so nochmal die Köder, mit denen wir heute gefangen haben? Die Gapshed in, was ist das? Ja, Green Melon, Chartreuse und ja, der obere ist Motor Oil und dann unten noch am, hier, Shatterbait. Ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt. Aber gut. Das könnt ihr euch auf jeden Fall ja mal beim Daniel im Shop angucken. Ja, gapshed.de. Und ja, dann nachmachen. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Hey Leute, Daniel und ich sind durch. Gapshed Battle ist rum. Wir haben den Barsch leider nicht gekriegt. Der hätte uns für die Full Card noch gefehlt. Der kam leider nicht mehr. Naja gut, was soll's, macht nichts. Ich denke, ihr habt gesehen, wir haben ein paar tolle Fische gefangen. Die Köder von Daniel funktionieren also. Und ja, ich würde sagen, macht's einfach nach. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ja, ich würde sagen, bis die Tage. Haut rein, ciao.